Hallo und guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Robby Dubasita für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Ich bin Klaus von der älteren Generation der Babyboomer auf dem Weg ins On-Life. Das heißt, momentan sitze ich jetzt hier noch vor meiner Fotowand, aber wenn Sie mich sehen, dann bin ich im On-Life. Das ist eine Bezeichnung, die hat Luciano Floridi eingeführt, ein Informatikphilosoph. Er hat ein Band geschrieben über die vierte Revolution und damit meint er also jetzt diese digitale Wendezeit, in die wir jetzt hier so hineinwachsen und in der jetzt der Anteil zwischen dem Leben im Offline und dem Anteil im Online quasi so ineinander übergeht. Und dass man also sozusagen so ein Doppelleben führt, einmal in der Realität und einmal so in der virtuellen Welt. Und das ist jetzt hier so ein bisschen virtuelle Welt und das bezeichne ich und Floridi mit On-Life. Ja, wir haben jetzt 9:30 Uhr gleich. 9:35 Uhr, heute ist der 11.10.2019 und das ist mein zweites Tageswort. Ich habe heute schon ein Sesselwort gehalten und da eigentlich schon das Wesentliche erzählt. Ja, wie gesagt, Gesundheit ist ja wieder schlechter geworden, so aus dem heiteren Himmel heraus. Also gestern habe ich noch Lauftraining gemacht auf dem Laufband und vorgestern bin ich immer gegangen einkaufen und so und gestern Abend konnte ich kaum noch gehen und heute Morgen brauchte ich Krücken und den Stock, um zu überhaupt vom Bett in die Küche und aufs Bad zu kommen. Also da hat sich irgendwie an meinem linken Fuß, am Spannen hat sich da irgendwas ja, ich weiß auch nicht, was verändert. Jedenfalls schmerzt das beim Auftreten. Und zwar so höllisch, dass ich da überhaupt gar nicht mehr gehen kann. Weil man braucht ja zwei Beine und man muss irgendwie stehen. Und wenn das eine Bein wegknickt, dann kannst du einfach nicht mehr gehen. Und das war also das Problem. Was ist das Problem? Ich habe jetzt da so einen Stützstrumpf. Ich hatte schon mal so einen Fersensporn, auch so eine eklige Sache. Aber das hatte ich so bei dem anderen Fuß. Und jetzt also da irgendwas am Spannen. Ja, jedenfalls habe ich heute Morgen jetzt also diesen Stützschrumpf wieder gefunden. Den braucht man ja jahrelang nicht und dann ist mal wieder ein Fall, wo man den braucht, dann war die Frage, wo ist denn der jetzt, wo hat man den wieder versteckt und so. Aber ich habe den gefunden und dann heute Morgen angezogen. Ja, das ist eine Art Stützstrumpf, der so um das Gelenk herumgewickelt wird und dann da festgezurrt. Sodass also das Gelenk unten und der Spann so einen richtigen festen Halt haben. Und dann kommt noch der Strumpf oben drüber. Ja, und das hat geholfen. Das hat so geholfen, dass ich damit zum Discounter gehen konnte, ohne Krücken und ohne Stock. Ich hatte die Sache schon bereitigen. Ich hatte mich schon darauf eingestellt, eventuell mit Krücken zu gehen, aber es ging so auch ohne. Zwar langsam, aber immerhin. Und so kann jetzt also der Spann und der Fußspann, der linke Fuß, sich erholen. Den habe ich jetzt ruhiggestellt quasi durch diesen Stützstrumpf und ja, müssen wir mal abwarten, wie es weitergeht. Ja, Punkt Nummer 2 war ja heute Morgen auch schon meine Streaming-Erfahrung, da möchte ich heute weiter mitmachen. Ob es mir gelingt, da mit meiner neuen gebrauchten Grafikkarte, der RX460, die hat ja über Adrenalin, gibt die Möglichkeit, die Videos aufzuzeichnen
und auch eine Streaming-Funktion. Ich weiß nicht, ob jetzt meine Karte, die 460er, auch die Streaming-Funktion hat, aber ich denke mal ja, ich gehe mal davon aus. Ich habe das gestern Abend schon mal probiert, das hat aber nicht geklappt. Ja, Streaming habe ich schon Anfang des Jahres schon mal probiert. Ich glaube im März, April, Mai waren. Und da habe ich das vom Tablet gemacht. Und da bin ich auch gelandet. Ich habe also ein paar Sachen hochgeladen, zwar in schlechter Qualität. Da hatte ich nur eine langsame Leitung. Und jetzt müssen wir mal sehen, ob ich dann mit meinem alten, uralten Prozessor hier, mit dem A8 und mit der guten Grafikkarte RX, mit der gebrauchten, ob ich damit jetzt ja überhaupt erstmal eine Live-Veranstaltung machen kann und in welcher Qualität. Also ich erwarte keine Wunder, ich habe sowieso keine Spiele hier, die ich zeigen kann. Die muss ich erstmal anschaffen. Und ja, der Rest wird sich finden, denke ich. Ne? Ich habe jetzt heute Morgen da auch ein bisschen darüber nachgedacht, was ich da gestern verkehrt gemacht habe. Also ich muss da erstmal bei YouTube meinen Livestream da anmelden und da in diesen Livestream-Modus überhaupt hineinkommen, um, ich weiß gar nicht, ob ich das darf, es war mal die Rede von 100 Abonnenten oder so und die habe ich ja nicht. Ich will ja nicht live streamen, ich will ja das nur mal ausprobieren, wie das geht. Und mehr nicht. Und zwar vielleicht auch nur so einfach ein Tageswort halten vor laufender Kamera. Das dann gleich Rede an die Nation oder so. Nein, aber ich weiß noch gar nicht, was ich als ersten Satz sage. Hurra, ich bin endlich da. Hurra, ich bin jetzt auch im Livestream oder ist ja auch egal. Es geht ja nicht darum, da eine Show zu machen, sondern es geht darum, dass man das überhaupt erstmal hinbekommt da mit den Gerätschaften und sieht, wie die ganzen Einstellungen zusammenspielen. Und weil das vieles ist davon doch noch mehr unbekannt. Ja. Bisher findet man zu dem Thema wenig. Entweder ist das so deppert, so einfach, dass gar keiner mehr macht. Darüber ein Video. Oder die haben keine Grafikkarte oder nicht solche. Ja, dann kann man wohl auch vom PC aus streamen, auf den Fernseher oder aufs Tablet, so wie ich das verstanden habe. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt, ob der jetzt im Netzwerk da selber den PC findet oder. Und was mit Chromecast ist, ob Chromecast das auch erkennt oder. Dass man quasi den PC-Inhalt gleich auf das
auf das Tablet streamt. Das könnte ich vielleicht auch machen als Test, als Streaming-Test. Die App habe ich mir schon angeschaut, aber noch nicht runtergeladen. Wie nennt sich die AMD Uplink oder so ähnlich? Ja, wurde mit 3,9, glaube ich, bewertet. Ja. Ja, also das war das Ziel hier am Anfang, dass ich also gesagt habe, in 19, ich möchte den Einstieg in Gaming haben und den Einstieg in Streaming. Und dann arbeite ich jetzt und ja, Grafikkarte war so ein Teil dazu. Und Spiele habe ich zwar noch keine, aber ich habe schon zwei Accounts bei Twitch und bei YouTube. Ja, und der Rest, der kommt jetzt. Ich war bisher der Meinung, ich habe auch OBS habe ich auch. Aber das war mir dann doch zu tricky da. Ja, also Livestream ist quasi eine Art Hangout. Das kann man dann so ankündigen und dann kriegen alle Abonnenten da so einen Hinweis ja, also für mich geht es nur darum, dieses Mysterium Streaming und Gaming da für mich zu entzaubern und auf den Boden der Tatsachen Realität zu bringen. Die Frage ist ja, ob ich da überhaupt einen anderen Rechner brauche. Ich habe jetzt einen optimalen Rechner, den A8, und aber ein energiesparsames System. Und das ist sehr, sehr flott beim Rendern mit dem Movie Maker. Der ist mein Rekordrenderer hier. Der schafft den Faktor 1. Also 10 Minuten Film rendert der in 10 Minuten ungefähr. Und der Adobe Premiere Elements, der braucht 3,3 bis 3,4 Faktor, also 10 Minuten dann in 34 Minuten. Und der Sony, der Magic Sony Vegas Pro 14, der braucht Faktor 7. Ja, also bei 30 Minuten, so wie diese Tagesworte hier, können Sie sich ausrechnen, da ist ein Arbeiten gar nicht möglich. Oder man müsste dann vielleicht nur ein Video in der Woche machen oder so, da kann man das sorgfältig bearbeiten und die Filter mal versuchen anzusetzen. Ich habe ja schon viele Filter probiert und angesetzt, aber ja. Der Charme ist vor allem, dass es energiesparsam ist, das System. Weil die meiste Zeit langweilt er sich ja sowieso, der Rechner. Und jetzt habe ich auch eine schnelle SSD, die beschleunigt das Ganze auch noch. Also ein optimales System. Wozu brauche ich jetzt Ryzen 3000? 600 oder 800 oder 900, wozu? Wozu? Wenn jetzt quasi YouTube da mit Stadia Spiele online anbietet und wenn ich über die Grafikkarten jetzt da auch schon eine gute Verbindung herstellen kann.
Ich müsste einfach mal ein Spiel anschaffen, so. Vielleicht Doom oder sowas, so ein ganz einfaches Spiel, um dann mal zu sehen, ja. Um mal zu sehen, wie die 3D-Qualitäten sind. Also ich habe ja in den Tests ja schon gesehen, dass da auch so tolle Sachen mal anzeigbar sind. So weiter umgeschnitten und so habe ich gesehen, tolle Bilder, auch mit meiner Grafikkarte. Und ja, auch aus den Reviews der anderen kann man ja schon so sehen, was man mit der Karte so anzeigen kann. Obwohl die jetzt nicht sehr leistungsstark ist, das ist ja die Schwester der 400er. Die 470er ist besser ausgebaut. Die 460 ist ein bisschen, ja, kastriert, halbiert, könnte man sagen. Und die 480er ist natürlich die Karte, die es richtig drauf hat. Aber die braucht dann natürlich auch wieder entsprechend Strom. Auch die 470er braucht Strom und die 460er braucht wenig Strom, 70 Watt, und ich habe jetzt hier teilweise 13, 14 Watt. Außerdem habe ich auch keinen 4K-Monitor, von daher. Erübrigt sich das hier ohnehin. Ja. Also vielleicht ein zweiter Monitor wäre auch ganz gut. Ja, okay, so viel dazu. Wir haben jetzt 20 vor 10. Ich bin hier wieder am Rumfantasieren. Ich habe eigentlich nichts zu sagen mehr. Ich bin schon wieder leer. Das ist immer so spontan und improvisativ hier aus dem Stegreif hier heraus irgendwas zu erzählen. Ist nicht so meine Sache jeden Tag. Obwohl ich das jetzt jeden Tag schon über ein, zwei Mal, aber erstens, wenn ich das dann abhöre, stehen mir die Haare zu Berge über die ganzen Versprecher, über die ganzen falschen Sätze, über den Satzbau, über die schlunzig ausgesprochene Sprache, über das undeutliche Formulieren und so weiter und so weiter. Also da ist noch Übungsarbeit zu leisten. Da muss ich vielleicht noch lesen, üben ein bisschen und vielleicht auch laut lesen. Gerade laut lesen. Ja. Okay, Leute, das war's von jetzt von hier, und ich sag mal Tschüss, macht's gut.